Und auf geht's. Wollen wir mal den Stick Frostbar zum Platzen bringen. Erstmal hier den hier. Wir kriegen sogar mal Hilfe von den Söhnen Svaniers. Das ist ja auch mal gänzlich ein Raritätswert. Ob wir sie wohl retten können? Ah, ich glaube es irgendwie noch nicht so. Oh nein, jetzt haben wir sie. Eben waren sie doch noch auf unserer Seite. Was habe ich jetzt angestellt? Okay, Schäfer rausholen hier. Erstmal hier wieder die Non-Elite-Frickel umklatschen. Der hat ja einen Bogen. Das ist ja wunderbar. Dann kümmere ich mich jetzt mal gar nicht mehr um den. So, das heißt aber, er berührt uns doch die ganze Zeit mit seinem Schwert, wenn er drauf hat, haut. Dann müsste das doch eigentlich so sein, dass er uns eigentlich die ganze Zeit schon verdirbt. Aber wir sind ja natürlich stark im Geiste und so. Uns kann hier gar nichts passieren. Vor allen Dingen ist er gerade unverwundbar. Okay. Wieso hat er sich denn jetzt geheilt, der Assi? Und wo läuft er die ganze Zeit hin? Was soll denn das? Magistra Siran, jetzt bitte nicht sterben hier. Hat euch doch keiner was getan. So. Der kann nix. Besieg ihn. Bringt ihn um. Jawohl. Oh nein! Gelangt in den Besitz der blutigen Klinge. Aufheben, blutige Klinge. Haar! Das war ja einfach. Stelle ich mich doch noch in tolle Pose hin hier. Haha. Sehr gut gemacht. Die blutige Klinge gehört uns. Und Löwenstein ist sicher vor Stick Frostbart. Die Schaufler waren gefährlicher. Ich glaube, dass Stick den Tod all seiner Nornfreunde in Kauf genommen hätte, nur um der Macht der blutigen Klinge willen. Das glaube ich aber unbesehen. Das ist ganz typisch für die Idioten, die Altdrachen dienen. Die Drachen sind ein Fluch. Die interessiert einzig und allein nur ihr Hunger. Ihre Anhänger sind schlecht. Selbst wenn wir die Welt vor den Drachen retten könnten. Manchmal frage ich mich, wie wir sie jemals vor uns selbst retten sollen. Ja. Als Gix mir sagte, ich solle Mentorin einer Rekrutin werden, dachte ich, das würde furchtbar langweilig. Aber wisst ihr was? Ich mag euch wirklich leiden. Ihr seid gewillt, Dinge auszuprobieren. Und ihr habt einen guten Kopf auf den Schultern. Hat über eine Stunde gedauert, den zu designen. Ich muss zugeben, es hat eine Menge Spaß gemacht. Prima. Kommt jetzt. Bringen wir das Schwert zu Gix. Und dann retten wir die Welt. Ja. Aber klar. So, kehrt damit zur Abteilung Mann zurück. Dann machen wir das doch mal fix. Die hatten hier jetzt nicht so wirklich die Chance. Hatte ich mir nach den Schauflern vor geraumer Zeit schlimmer vorgestellt. Muss ich ja dann doch ganz ehrlich sagen. So, da sind wir auch schon wieder. Heute ist hier aber gut was los. Ich bin beeindruckt. Ah, dann machen wir uns mal zurück zur Abtei. Und dann sind wir wahrscheinlich sogar vollwertiges Mitglied der Abtei. Das wäre doch der Hammer. Und dann geht's wieder. Dann sind die Quests wieder alle ähnlich. Erstmal, glaube ich, für alle Beteiligten. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Erst. Ach, das dauert noch, bis die wieder für alle gleich werden. Was rede ich denn da? So. Tja, nicht mal Stühle haben sie hier. Also, ich würde mir ja für das Budget erstmal ein paar Stühle kaufen. Was nützt es denn, von da unten diese Steintafel dazu studieren? Bzzzt. So, jetzt mal hier Moonwalk. Man sieht gar nicht, wie ich mich bewege. So. Ach,
Gegenstände verkaufen. Ach, das kann ich auch später machen. Hier steht sogar ein Geschenk rum. Da kann ich doch einfach nicht widerstehen. Spielzeugsoldaten, Puppen, alles Mögliche. So ein Scheiß. Au. Gelähmt zu sein macht so viel Spaß. Gab es denn hier überhaupt ein Geschenk drin, das ich hätte einsammeln können? Nein. Ach nee, weil es Crit drin waren, aber waren auch Spielzeugsachen drin. Eieieiei. Oh, ich muss da doch gleich mal mich irgendwie heilen. Das wäre mal eine Idee. Au. Oh, habe ich mich hier etwa leicht übernommen? Nicht so cool. Und das alles und ich wollte doch nur ein paar Geschenke haben. So, als nächstes muss die Puppe da dran glauben. Yay. Am selben Abend, nur sehr viel später, haben wir noch eine Hose des Akolyten gesaved. Wo ist das denn jetzt? Kann man noch weiter nach oben? Ach, da unten. Springen über das Seil. Wollen wir wetten, dass ich diese Treppe gleich wieder hochlaufen darf? Bibliothekswissenschaft. Kehrt zur Abtei zurück. War so klar. Endlich! Die blutige Klinge! Mich schüttelt's, wenn ich daran denke, wie viel Schaden sie ohne unser Eingreifen angerichtet hätte. Das habt ihr beiden gut gemacht. Betrachtet die doppelt geheime Bewährung für beendet. Des Weiteren befördere ich euch hiermit in den Rang der Exploratorin mit allen Rechten und Privilegien und so weiter und so weiter. Ich möchte, dass ihr weiterhin mit Siren zusammenarbeitet. Vielleicht könnt ihr diese laubwechselnde Gutpflanze ja disziplinieren. Vielen Dank, Verwalter Giggs. Ich arbeite gern mit Siren zusammen. Wir sind ein gutes Team. Absolut. Armer Giggs. Ihr seid doch bloß eifersüchtig, weil ihr hier drin festsitzt und den Anführer geben müsst, während wir draußen Spaß haben. Ja, ja, ganz gewiss habt ihr recht. Aber wie dem auch sei, ich muss euch gleich mit einem neuen Projekt betrauen. Eure nächste Unternehmung ist ein Forschungsauftrag über eines der niederen Völker Tyrias. Und bringt ihnen bitte keine schlechten Angewohnheiten bei, Siren. Exploratorin? Lasst euch von Siren alles erklären und wählt, welches Volk ihr studieren wollt. Geht jetzt. Wählt euer nächstes Forschungsobjekt. Wie gemein, niedere Völker. Huiuiui. Da fühlt man sich doch gleich an Tage erinnert. Herzlichen Glückwunsch, sagt Logan. Grüß euch, meine Freundin. Es hat sich herumgesprochen, dass ihr euch für euren Orden schon jetzt als Glücksgriff erweist. Freut mich, dass ihr außerhalb Crytas so erfolgreich seid. Ich höre, Ridlock und Aya haben sich in den Katakomben von Ascalon umgesehen. Soja kämpft noch immer um Snuffs Erbe, während Kaith den Kalidon-Wald durchstreift und mit niemandem spricht.
Vielleicht war das alles ein Fehler. Ich habe hin und her überlegt, was mit der Klinge des Schicksals werden soll und ehrlich gesagt, ich weiß nicht recht, ob da noch etwas zu machen ist. Ich habe mich entschieden, Jenna zu retten. Eine Entscheidung, die ich nicht bereue. Solange sie mich braucht, muss ich für sie da sein. Falls ihr mich sprechen wollt, ich werde ein Fest auf dem Anwesen des Legatministers Codigus in Beetleton besuchen. Die alte Krake könnte Königin Jenna gefährlich werden und ich werde nicht zulassen, dass er ihr den Thron stiehlt. Alles klar, das bedeutet, dann machen wir jetzt wohl als nächstes, bevor wir mit der PQ weitermachen, die beiden Story-Abschnitte in den Dungeons. Erstmal in den Katakomben von Ascalon und dann auf Codicus Anwesen. Aber erstmal schließen wir jetzt hier noch schnell diese Queste ab. Willkommen. Welche möchtet ihr studieren? Die Skrit? Nein. Ja, ist das, also für mich ist das ja keine Frage. Ich finde ja die Quaggern absolut toll, deswegen habe ich auch all mein schönes Ingame-Gold dazu verpulvert, mir diese Weihnachts-Quaggern-Miniatur herstellen zu können. Und musste dafür sogar noch den geschätzten Bob und die geschätzte Lane um Geld anbetteln. Und ich habe immer noch Schulden. Aber das soll uns hier nicht weiter interessieren, deswegen, obwohl ich es schon einmal mit den Quaggern gemacht habe, die Quaggern sind einfach die besten und deswegen werde ich einfach wieder die Quaggern nehmen. Quaggern gefällt das! Ich habe mich dazu entschieden, die Quaggern zu studieren. Genau, sie sind amphibische Lebensformen. Man sagt, sie lebten einzeln in den Tiefen des Meeres, aber etwas trieb sie an Land. Sie sind cool und sie können wunderbar sprechen und sie sind einfach nur genial. Noch ein Sieg für mich. Der Vergangenheit zum Schutz, der Zukunft zum Dienst. Wählt eine Belohnung. Wams des Entschlossenen. Vorschau? Oh, Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Kann man ja mal als Skin behalten. Was ist jetzt zu tun? Wunderbar. Gut. Gut, gut, gut. Dann bin ich ja jetzt vollwertiges Mitglied der Abtei Dormant. Das ist ja auch schon mal schön. Habe ich in meinem Titelbildschirm noch glatt. Eine Flagge mehr, ein Banner. Ich gucke nochmal schnell, wohin wir für die Primärqueste als nächstes müssten. Da, in die Schauflerschreck klippen. Ah ja, genau. Böses Eis. Sehr gut, sehr gut. Aber zunächst wird es dann einmal hier hingehen. Die Ebenen von Aschfurt und die erste Primärquest abschließen. Das heißt, ist das hier mal dieses Mal ein bisschen früher zu Ende und das nächste Mal stehe ich dann schon vor dem Dungeon und werde den Story-Modus ergründen. Also bis dann. Abteigelehrter stimmt Aliara nicht zu. Was ist da los? Gefällt mir nicht mehr. Wo ist dieser Idiot? Den bringe ich um. However. Bis denn. Ciao.